Was geht? Ich bin's wieder, TimusLP. Diesmal geht's um HNK oder Heckler und Koch einfach nur. Oder einfach nur MP7A1 oder wie auch immer. Auf jeden Fall, diese MP7, diese Heckler und Koch, ich nenne sie Heckler und Koch einfach nur. Naja, sie sieht ein bisschen für mich billig aus. Zwar hat sie noch diesen Front Grip, neben halt hat sie jetzt eine erweiterte Schulterstütze, eben halt dieses hintere Teil, was da dran ist, und ein Scope, das manchmal visieren kann. Und ein Schalldämpfer. Also, naja, mir gefällt's eigentlich, naja, durchschnittlich. Denn eigentlich, diese Waffe sieht ein bisschen billig aus. Ihr seht's schon, wenn ihr die schon in der Hand habt. Hallo, ich fühle mich ein bisschen damit verarscht, weil die so, keine Ahnung, so frühere CS-Zeiten sind. Also Counter-Strike-Zeiten. So sieht die Waffe aus, so billig bearbeitet. Zudem, der Scope bringt gar nichts. Wozu haben die einen Scope draufgebracht, damit es cooler aussieht? Aber allgemein, diese Waffe sieht ein bisschen billig aus, besonders wenn ihr zur Desert oder zur Primärwaffe wechselt, also Sekundärwaffe, meinte ich, Primär, zur Pistol, denn dann wird eure Hand größer, also wenn ihr die Heckler und Kocher habt, dann ist die eben halt so klein, eure vordere Hand, die seht ihr ja richtig, und wenn ihr dann zur Desert wechselt oder sonstige Pistole, ist eure Hand dermaßen größer, was zur Hölle? Holt ihr sich einen mit der einen Hand eine runter und mit der einen nicht und keine Ahnung, was ist los mit dem. Egal, auf den Kopf macht sie, von der Close Range bis etwas weiteren Entfernung, macht sie auf den Kopf 52 bis 77 Damage, auf den Oberkörper 16 bis 18 und auf die Füße 11 bis 13. Die Reload Time beträgt 1,3 Sekunden, das ist wirklich schon schnell für eine SMG, naja, es gibt auch andere SMGs, die fast identisch sind, jedoch, das ist schon echt schnell, jedoch hat sie nicht so gut Power, finde ich. Also, Sprayen kann man auf jeden Fall gut damit, nur man muss echt extrem runterzielen. Also ich auf jeden Fall, ich komme damit nicht klar mit dieser Waffe. Das fürs Gameplay reicht's komplett. Ja, leergeschossen ist sie in 2,20 Sekunden. Naja, ich meine, das ist schneller, also sie schießt auf jeden Fall deutlich schneller als eine M4. Das merkt man auch allgemein, SMGs sind schneller im Schießen, aber haben weniger Damage dafür, also die teilen nicht so gut aus wie andere Waffen. Sehr leicht ist sie, muss ich sagen, also wie schon, also etwas schwerer als eine Desert, aber dennoch ist sie wirklich sehr, sehr leicht. Und wenn, ihr könnt immer noch zu Primär, Sekundärwaffe, Entschuldigung, ich hab irgendwas mit Primärwaffen, ja, habe ich mir auch gerade gedacht, aber egal, komm zurück, Sekundärwaffe und ja, also mit Rechtsklick bewirkt ihr nichts. Scope kann man ja nicht aktivieren. Oder eben halt so einen optischen Zoom einfach nur. Das ist ein bisschen schade, aber was soll man machen? Für den Ranger ist es, naja, ich kann auf Distanz nicht wirklich gut mit SMG spielen. Wenn denn gerade noch so mit Chris, meiner Chris Xmas, die ich ja gewonnen habe in 5 Crates. Aber, never mind. Auf jeden Fall, ich kann sie euch eigentlich sehr gut empfehlen. Ihr bekommt sie im Black Market für 60 Crates. Ist natürlich ein bisschen viel, denn früher hat man da noch eine M4 Custom bekommen, aber was soll man machen? Man kann es ja nicht mehr ändern. Auf jeden Fall, es ist sehr, sehr schade anzusehen, dass Black Market allgemein das so beschissen gemacht hat mit diesen Limited Time Crates. Das ist ein bisschen unnötig, meiner Meinung nach. But, ja, was soll man machen? Vom Aussehen her ist es eigentlich dann doch noch sehr gelungen. Also, diese Details, da diesen Scope und so, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Sie hat 40 zu 100, 20 Munition. Halt, ich finde es ein bisschen billig, dass unten dieser Einstellhebel auf Safe, Semi und Automatik geht und der auf Safe ist und die Waffe immer noch schießt. Bam! Ja, schöner Bearbeitungsfehler von Crossfire. Aber na schön. Wie meint, so sollen die es gemacht haben. Naja, das war's von mir. Vielen Dank. Würdet ihr mal bei meinen Partnerkanälen zuschauen, wäre auch ganz geil. Würdet ihr ein, zwei Kommentare runterlassen, vielleicht ein Like, vielleicht zu Favoriten hinzufügen. Ganz wie ihr wollt. Und abonnieren wäre nicht schlecht, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Review. Bis dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön an Swiss Cheese, der mir seinen Account geliehen hat.